Hallo Leute, willkommen zurück. Und ja, wir haben gerade unser, oder gestern, ja, verdammt, ich habe schon wieder gerade gesagt. Schon wieder habe ich gerade gesagt, das gibt's doch gar nicht. Also wir haben gestern unser Spiel gewonnen, natürlich. Was auch sonst. Und zwar mit 14-0 und sind jetzt auf Platz 1 vor Dickenberg. Ist das nicht schön? So, und wir gehen jetzt erstmal unsere neuen Mails hier durch. Beck erzielt sein erstes Tor. Okay. Wenn die Spieler der Mannschaft einen ausgeben, das finde ich immer sehr toll, weil die Stimmung verbessert sich dann immer, ohne dass man wirklich was getan hat. Und freut sich sehr über sein erstes Ligaspiel, das sie ihm ja angekündigt hatten. Echt? Weiß ich gar nicht. Okay, was natürlich auch sehr toll ist, weil den haben wir ja gerade extra nochmal vor dem... Den haben wir gestern extra nochmal vor dem Spiel eingesetzt. Also, wir haben ja die Aufstellung ein bisschen verändert, wer den letzten Part nicht gesehen hat. Wir haben jetzt auch einen rechten und einen linken Mittelfeldspieler, die eigentlich vorher bei uns nur auf der Bank gesessen haben. Und ja, Mannschaft der Woche, okay. Verdammt, Kosten von 15.000, okay. Wir haben ja eine Finanzspritze, die uns absichert, falls wir mal Geld brauchen. Ja. Scoutliste, Scouting abgeschlossen. Mal gucken, was Radmecke so in der Jugend hat. Das sollten allerdings schon ein paar gute Spieler sein. Boah, 27. Ah, den muss ich haben. Für einen Jugendspieler. Aber den holen wir natürlich gleich in unsere erste Mannschaft rein. Obwohl der eigentlich genauso gut ist wie wir, also als Spieler in dem offensiven Mittelfeld. Mal gucken, was die B-Jugend zu bieten hat. Ja gut, die B-Jugend... Nichts Besonderes, außer einen Spieler von den Fidschi-Inseln. Wie cool ist das denn? Roy Krischer. Also ab und zu gehe ich gerne mal in diese Nationalmannschaften rein und gucke mir das ja mal so ein bisschen an. 18 Spiele und 10 Tore. Das ist ja richtig hammermäßig. Ach, weiter Kehre, genau. Da, es ist ja hier, ich glaube, Neuseeland. Und Neuseeland haben die ja tatsächlich die echten Spieler, glaube ich, drin. Und deshalb ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass da auch mal einer von Fidschis mit drin ist. Oder auch von anderen ozeanischen Ländern. Okay, aber wir simulieren jetzt einfach mal die Woche durch, weil... Ja, das dauert ja immer etwas länger. So. Ich habe mir auch mal überlegt, zwischendurch mal, dass ich vielleicht diese Zeit da... Die er ja eigentlich zum Simulieren braucht, was ja immer ein paar Minuten dauert eigentlich. Dass ich diese Zeit dann... Vorspule, aber ich glaube eigentlich, dass da immer wieder, ja, erstens wäre das viel zu aufwendig, glaube ich, und zweitens sind dann ja immer ein paar Leute, die dann immer sagen, ja, mach das doch nicht, wir möchten das wirklich alles miterleben, bla bla bla, und deswegen mache ich das dann auch nicht. So, zu Inter Mailand, okay, juckt uns zwar nicht, aber wir haben es gesehen. So, mal kurz was trinken. So. Die Stimmbänder mal wieder ein bisschen angefeuchtet. Ich nehme ja jetzt schon... Oh, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Über 40 Minuten, also knapp eine Dreiviertelstunde, kann man sagen. Da braucht auch schon mal die Kehle ein bisschen was Feuchtes. Und ja. Wenn man sich jetzt mal unseren Kontostand anguckt, 392.000 mit 1 Million sind wir gestartet. Ja, wir haben schon einiges an Geld verbraten. Aber okay, wir haben es ja. Und jetzt ist unser Nationalmannschaftsspiel gegen Luxemburg. Ach, Quatsch, gegen Luxemburg, wir sind Luxemburg. Was rede ich für ein Kack? Gegen Serbien, so. Man sieht da natürlich auch mal so ein bisschen Infos über das jeweilige Land. Aber das war ja Infos gerade über das eigene Land, weil wir spielen ja in Luxemburg. Ja, und wir sind eigentlich so das... unterklassigste Spiel hier überhaupt. Deutschland gegen Österreich ist der Top-Knaller dieses Tages. Manuel Neuer ist der stärkste Spieler. Ich weiß gar nicht, wie stark der hier überhaupt ist. Verdammt, man kann ihn gerade gar nicht anklicken. Ja, Sokrates kann man natürlich anklicken. Normalerweise müsste man ihn auch anklicken können. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein kleiner Bug ist, so ein kleiner Fehler. Kann ja sein. So, und dann wollen wir einfach mal eine neue Aufstellung machen, weil wir haben ja noch die ganzen...
schwächeren Spieler, sag ich mal, die wir noch nicht eingebürgert hatten vorher. Also die vorher schon Luxemburger waren, die haben wir jetzt alle am Feld. Mal gucken, 729 hat Serbien, wir haben 436, verdammt. Mal gucken, also ein wenig besser ist jetzt auch der Torhüter, auch wenn es nicht wirklich viel helfen wird gegen eine Mannschaft wie Serbien. Aber okay. Okay, okay. Ach, wir machen jetzt einfach mal einen Aufstellungsassistenten. Der wird schon wissen, was er macht. Obwohl, wenn ich mir das hier so angucke, wohl eher nicht. Naja, gut, der Aufstellungsassistent geht natürlich auch mal so ein bisschen nach den vorher eingestellten Aufstellungen, wie in diesem Fall im 4-4-2-System. Und, naja, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ein freies Spielsystem aufzustellen. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, darüber lässt sich natürlich streiten. So, mal gucken, wir haben hier noch einen ziemlich guten Spieler auf der Ersatzbank, nämlich Josh Maguire. Wobei ich schon fast sagen würde, dass ein 4-4-2 schon fast zu offensiv ist. Dann tun wir einfach mal Maguire rein. Und ziehen ihn hier nach hinten. Mal gucken, wie gut ist Pitau im... Ja gut, im defensiven Mittelfeld ist er nicht gerade sehr gut. Haben wir denn nicht noch einen defensiven Mittelfeldspieler? Doch, haben wir. Perfekt. Und der ist sogar genauso... Hä? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist er wenigstens so genauso gut ungefähr wie der andere. Ja, sogar genauso gut. Chris Price, okay. Man sieht jetzt zwar nicht, wenn man ihn nach hinten setzt, wie sich seine Stärke verändert, weil er ja uns noch nicht ganz genau bekannt ist. Allerdings kann man hier oben immer auf die Mannschaftsstärke gucken. Und wenn man ihn jetzt runterzieht, ändert er sich von 448 auf 443. Das heißt, er ist im defensiven Mittelfeld tatsächlich 5 Stärkepunkte schlechter. Naja. Und theoretisch kann man dann natürlich auch seine exakte Stärke berechnen, indem man zum Beispiel, ich weiß nicht, einen, den wir kennen, halt ins defensive Mittelfeld reintun. Zum Beispiel ihn hier. Hä? Ach verdammt, ich will doch gar kein 4-4-2-System. Und Leute, ich muss gerade mal die Aufnahme unterbrechen. Einfach, dann sage ich einfach mal, bis gleich. Jo Leute, da bin ich wieder. Also wieder zurück. Und zwar ist etwas ziemlich Blödes passiert. Und zwar hatte ich vorher meinem Vater gesagt, ich nehme jetzt auf und dann brüllt er mir trotzdem hier in die Aufnahme rein. Okay, ist ja jetzt auch nicht so wild. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau hier, so. Wir waren ja gerade dabei, die Aufstellung für unser Spiel fertig zu machen. Und zwar irgendwie hat er immer wieder neu die Aufstellung wieder zurückgesetzt. Aber hier gibt es ja an für sich keine freie Aufstellung. Aber der Aufstellungsassistent, mal gucken. Na okay, daran liegt es dann auch nicht. Naja, keine Ahnung, müssen wir einfach hoffen, dass es nicht nochmal passiert. So, er war defensiv. Er war offensiv und er war irgendwas dazwischen. Verdammt, was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Aha. Auch wenn man Doppelklick drauf macht, dann macht er wieder die Aufstellung. Ah. Okay. Ist wohl eine Neuerung. Allerdings eine, die ich nicht gut finde. Muss ich ehrlich sagen. Wenn man da aus Versehen mal doppelt draufklickt, dann hat man direkt wieder eine andere Aufstellung, die man eigentlich gar nicht haben will. Also muss ich jetzt ganz vorsichtig klicken. So. Ja. Und dann müssen wir allerdings noch wieder unseren unbekannten Spieler, also mit der unbekannten Stärke reintun. Was ist das denn jetzt wieder? Ach, kann man das irgendwie ausschalten? Machen wir einfach mal ein 4-5-1. Geht das? Ach, guck mal, das ist sogar das, was wir wollten. Okay, perfekt.
Aber wir müssen die, glaube ich, tauschen. Und wir müssen... Oh, verdammt. Die beiden tauschen. Jawohl, perfekt. Genau, das war es eigentlich, was ich machen wollte. Und wen haben wir hier noch? Einen offensiven Mittelfeldspieler mit 40. Hm, kann man den nicht auch noch irgendwie einbauen? Mal gucken. 36 zentral, 35 rechts. Der offensive Mittelfeldspieler, 37 links. 37 links, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Haben wir schon mal wieder einen Punkt gewonnen? Ja, einen Punkt in der Stärke, das ist unglaublich. Aber an für sich... Mal gucken. In der Verteidigung hapert es noch ein bisschen. 34, 32... Also, er im rechten, also in der rechten Verteidigung gibt auch nochmal einen Punkt. Auch wenn das wirklich den Kohl nicht mehr fett macht. Und ansonsten tun wir ihn noch rein auf unsere Bank und ja, gute Verteidiger haben wir eh nicht. Daher lassen wir es jetzt einfach am besten mal so und öffnen die Taktik. Wir müssen natürlich alles sehr defensiv machen, allerdings vollen Einsatz. Wir wollen ja wenigstens ein Unentschieden. Abstöße. Machen wir ungefähr so. Die Abwehr steht ziemlich tief. Spielen vorsichtige Pässe. Und auch etwas kürzer. Damit die nicht so schnell abgefangen werden können. So, Flanken auch etwas weiter von hinten. Sagen wir mal bei 30 ungefähr. Die Ecken gehen mehr auf... Ja, doch ein bisschen mehr auf den kurzen Pfosten, aber an für sich können die auch mal etwas länger werden. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ist Abseitsfall oder Konterspiel? Können wir irgendwas von den beiden Sachen? Abseitsfalle 2, also lassen wir besser mal. Und Konter auch 2. Naja, nicht gerade die Sachen, die ich mir vorgestellt hatte. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie machen wir das am besten? Und, oh verdammt, jetzt bin ich rausgegangen. Das wollte ich eigentlich nicht. Detailliert und... Verdammt, kann ich ja das nochmal neu einstellen. Ah. Das regt mich jetzt ein wenig auf. Ich habe doch auf OK gedrückt, oder? Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Machen wir es einfach nochmal. Laufwege, ja, Laufwege lassen wir. Und jetzt mal gucken. Okay, er ist auf jeden Fall unser Sturmtank. Mal gucken, ob irgendeiner von den beiden Defensiven vielleicht unser Spielmacher sein könnte. Kann ja sein. Wäre natürlich hammermäßig genial, wenn wir auch einen Spielmacher hätten, aber bei ihm wissen wir es gar nicht. Allerdings ist er so gut, dass ich einfach mal das Risiko eingehe und ihn als Spielmacher einsetze. Und, ja. Was machen wir dann noch? Wir machen am besten erstmal eine Manndeckung. Also wir weisen hier jeden Mann einem anderen Gegenspieler zu. Damit auch... Verdammt, den habe ich jetzt nicht erwischt. Damit auch die Gegner sich möglichst schnell eigentlich hier in unserer Abwehr verrennen. Also möglichst schnell den Ball auch wieder loswerden. Was natürlich eigentlich nicht wirklich realistisch ist, weil die anderen ja viel stärker sind als wir. Aber okay, man kann es ja mal versuchen. So, und das ist jetzt, denke ich mal, okay. Wir starten einfach mal das Spiel. Und Sofortberechnung. Ach komm, machen wir einen Textmodus. Und weiter. So, Managerpunkte, Ansprachepunkte, okay. Da könnten wir ja alles machen, aber... Ich weiß, dass wir eh verlieren werden. Ach komm, wir werden ihnen das Leben schwer machen. Sag ich jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal den... Ja, okay, komm, ganze Textblöcke ist ja jetzt auch egal. Ich denke mal, ich werde es jetzt auch in Zukunft wieder im Textmodus machen, weil das mache ich eigentlich auch privat immer so. Aber das war jetzt einfach, weil ich dachte, das wäre vielleicht einfach praktischer mit Sofortberechnung hier in der Karriere. So, volle Geschwindigkeit natürlich. Hey, wir führen. Verdammt.
Oh, verdammt, ich dachte echt, jetzt können wir das Spiel gewinnen. Ah, wie cool war das denn? Wir haben tatsächlich in Führungstreffer geschossen. So, und jetzt hat Lionel Bucher sich verletzt. Das ist natürlich sehr beschissen. Müssen wir einfach mal gucken. Ja. Gut, er könnte also theoretisch auch noch als linker Mittelfeldspieler auftreten, weil er ist ja im linken Mittelfeld genauso gut wie im rechten Mittelfeld, wenn ich das gerade noch richtig in Erinnerung habe. Yep. Ein sehr flexibler Spieler, finde ich gut. Und wir haben einen rechten Mittelfeldspieler auf der Bank, das ist doch perfekt. Dann wechseln wir die beiden kurz und Jean Mendy kommt rein. Ja, das war's eigentlich. Es ist auch kein so großer Verlust, dass da jemand rausgeht, der eine Note von 4,5 hat. Das heißt, na komm, ihn loben wir mal. Ihn motivieren wir mal. Ach komm, wir sortieren das mal kurz, dann geht's einfacher. Motivieren, motivieren. Loben. Und das war's. So, für die zweite Halbzeit. Ja. Allerdings ist ein 1:2 Rückstand gegen Serbien auch schon, naja, ein Versagen. Deshalb nehme ich mal besser Sachen, die einfach keine Punkte haben, damit ich auch keine Punkte verliere. Denn die Punkte benötige ich dann auch irgendwie noch im Verein. So. Ah, 1:4, schade. Da hätte ich mir jetzt eigentlich etwas mehr vorgestellt, also etwas Besseres vorgestellt. Aber wir haben wenigstens ein Tor geschossen, das ist ja auch schon mal was. Mit Luxemburg kann man sich allerdings auch nicht so viel erwarten, weil, naja, die sind halt schlecht, muss man einfach so sagen. Und wir werden vielleicht demnächst mal ein Jugendcamp bauen, da. Oder haben wir schon? Ach ne, haben wir noch gar nicht. Allerdings hatte ich das noch vor, ein Jugendcamp dort zu bauen. Und wir haben jetzt ein Spiel verloren, generell auch nur ein Spiel gespielt. Das heißt, wir haben eine noch etwas bessere Tordifferenz als Lettland. Wir sind also Vorletzter. Und das nächste Spiel ist gegen, mal schauen, gegen Österreich. Oh, Österreich. Ja, Österreich ist jetzt nicht ganz so gut wie Serbien. Allerdings auch noch viel besser als wir. Da müssen wir einfach mal gucken, ob wir da vielleicht bis dahin noch einen oder zwei bessere Spieler in unser Team reinkriegen, die wir dann vielleicht noch einbürgern können. Aber bis dahin konzentrieren wir uns erstmal auf unsere eigentliche Aufgabe, nämlich unsere Mannschaft zu trainieren, unsere Mannschaft zu trainieren und nicht die Nationalmannschaft. Und ja, das Spiel gegen TuS Radmecke, ich weiß nicht, ob wir das noch mit reinnehmen in den Part. Ich meine, wir nehmen ja jetzt schon in dem Part auch schon über 17 Minuten auf. Deswegen mache ich das Spiel einfach mal im nächsten Part. Ich glaube sogar schon 18 Minuten. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich habe die Stoppuhr, die ich hier habe, nochmal neu gestellt. Weil ich ja diese Unterbrechung drin hatte, ja. Und ja, jetzt wäre es nochmal schön, wenn er endlich hier ins Hauptmenü zurückkehrt. Und ja. Okay, Spiel gegen Radmecke. Seht ihr dann im nächsten Part. Und ja, dann verabschiede ich mich einfach auf dem Screen hier. Ist ja jetzt nicht so wild, weil ich ja eh hier weitermache jetzt gleich. Und ich sage dann einfach mal bis morgen. Bleibt geschmeidig, guckt weiter Let's Plays und bis denne!